Menuhin Fröhlich, bekannt aus der Castingshow Deutschland sucht den Superstar, führte ein Leben auf der Überholspur. Als Sänger, Frauenschwarm und vor allem Lebemann im Rampenlicht. Durch Alkohol- und Drogenexzesse bekam er Probleme mit dem Gesetz und musste sogar ins Gefängnis. Durch einen Entzug wurde er clean, doch eine neue Sucht hat ihn fest im Griff. Innerhalb eines Jahres hat Menuhin 60 Kilogramm an Gewicht zugelegt. Diabetes und Bluthochdruck sind die Folgen. Menuhins Gesundheit steht auf dem Spiel. Wenn ich so bleiben würde, wie ich bin, dann ist es halt so, dass ich halt irgendwann mal anfangen würde, wahrscheinlich dann am Zucker zu verrecken oder sowas. Es war ja schon quasi so, dass er wirklich aus Langeweile schon gegessen hat. 154,8. Ach du Scheiße. Menuhin trifft eine schwere Entscheidung. Ich muss mich jetzt operieren lassen. Eine Magenverkleinerung soll die Rettung sein. Ich habe Angst von der OP, dass er nicht mehr aufsteht. Doch der Eingriff verläuft gut. Guten Morgen, liebe Leute. Wird ein schwerer Kampf. Auch der Weg zurück auf die Bühne. Denn der erfolglose Sänger muss seine Familie wieder ernähren können. Ich fühle mich echt schon leichter. Wow, das sind 20 Kilo. Acht Wochen nach der Operation. Zu Hause bei den Fröhlichs, nahe Darmstadt, steht das Abendessen an. Und das fällt nicht gerade üppig aus. Denn Menuhin muss eine strenge Diät halten. Hast du mir auch ein bisschen Tanzen beigebracht, ne? Vor der Magenverkleinerung hatte Menuhin ständig Hunger. Jetzt ist er schon nach wenigen Bissen satt. Scheiße jetzt. Ja, Magen. Also es ist so, als hätte ich jetzt zwei Schnitzel gegessen. So, das ist so ein richtiges Drücken. Das ist ganz, ganz eklig. Also es ist. Ja, hast bestimmt auch jetzt nicht so. Hast bestimmt nur dreimal so gekaut und runtergeschluckt. Nein, ich habe mich einfach mit dir unterhalten. Ja und. Unterbewusstsein und ich so hätte dieses gekauft Wasser nicht und runtergeschluckt. Ich darf kein Wasser trinken davor. Du darfst entweder nur essen oder trinken. Und musst zwischen Mahlzeit und Getränk wirklich 20 oder eine halbe Stunde musst du warten. Ich glaube halt, warum das Essen jetzt vielleicht nicht mehr so Spaß macht wie damals, ist halt, dass du dich halt erstmal wirklich daran gewöhnen musst, dass du halt jetzt erstmal immer nur wenig essen kannst. Dadurch, dass ich keine Cola trinke, fast gar nichts mehr, was Kohlensäure betrifft, trinkst du automatisch auch weniger. Und wenn das jetzt wieder anfängt, damit ich in Sport gehe, verstehst du, dann kommst du wahrscheinlich dann auch mit zum Sport. Das sind ja alles so ganz ja, positive. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Finde ich auch gut. Für mich war Sport eine Geschichte, die mich so erfüllt hat auch. Ne? Da muss ich ganz ehrlich dazu sagen, wenn ich so daran zurückdenke, so an meine Zeit, wo ich richtig in Shape war, das war eher so eine Suchtverlagerung. Wenn ich keinen Sport machen konnte, war ich total aggressiv. So, Tata geht jetzt joggen, okay? Okay? Schaffe ich das? Ehrlich? So, dann. Dann viel Glück. Hä? Dann viel Glück. Oh. Also bis dann. Sind jetzt schon fast 20 Kilo, kannst du sagen, 20 Kilo weg? Und jetzt gucke ich mal, was es halt macht, so, ne? Trotz 20 Kilo weniger, 136 Kilo gilt es noch immer zu bewegen. Wenn er irgendwas möchte und jetzt sagt, okay, ich fange jetzt am Montag an, Sport zu machen, dann macht er auch Sport. Da könnte ich mir so eine Scheibe abschneiden, weil mir würde es keinen Spaß machen, allein Sport zu machen. Noch vor vier Wochen war Joggen für den Familienvater ein Ding der Unmöglichkeit. Doch heute kämpft er sich meterweise vor. Drei Kilometer hat der Sänger trotz seines enormen Übergewichts geschafft. Ein erfreulicher Anfang. Die Lunge brennt ein bisschen. Aber das ist normal, glaube ich. Und
Also Beine jetzt die ersten paar Meter, so haben ein paar hundert Meter wehgetan. Dann glaube ich, wenn du einmal glaube ich in diesem Modus bist, dass du warm bist, dann spürst du das gar nicht mehr so. Und ich finde es schon cool, also dass ich heute wirklich den Schritt gemacht habe und heute das erste Mal nach eineinhalb Jahren ohne Scheiß wirklich gejoggt bin. Und wir haben jetzt auch nichts gefaked. Ich bin wirklich gelaufen und damit kann ich mich jetzt zufrieden geben. Eine Woche später reist Menowin nach Dresden. Für ihn steht hier ein wichtiger Termin an. Er will sich taufen lassen, denn die Kraft für sein neues Leben zieht der 35-Jährige aus seinem Glauben. Ey, guck mal, wie cool das Ding hier aussieht. Ey. Schöner Taufbecken. Das wird auf jeden Fall eine coole Geschichte werden hier. Wir sind hier heute an einem Taufgottesdienst. Und zwar ja, mache ich heute hier ganze Sachen mit Gott. Und das ist eine Geschichte, wo ich wirklich sagen muss, Gott hat mein Leben verändert. Deswegen bin ich heute hier, um den alten Menowin praktisch sterben zu lassen und ein neuer Menowin wird wiedergeboren. Warst du vorher gar nicht getauft? Nee. Also ich getauft in dem Sinne so als Baby, so in der Kirche wurde ich noch nie, also in der Kirche und so wurde ich nicht getauft. Weil es einfach so nicht gegangen ist, weil meine Mama das einfach nicht alles gekonnt hat. Also damals war Heroin ja ganz stark in unser Leben. Menowins Mutter hat es mit der Kraft des Glaubens geschafft, clean zu werden. Auch der 35-Jährige möchte mit Gottes Hilfe auf dem richtigen Weg bleiben und den Kampf für ein neues Leben so vielversprechend weiterführen wie bisher. Menowin, aufgrund deines Bekenntnisses taufen wir dich in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Halleluja! Nein, die Taufe bedeutet für mich, neu geboren zu sein. Ein neues Leben zu haben. Mein altes Ich ist gestorben. Es gibt den alten Typen nicht mehr. Danke, Jesus. Zwei Wochen später. Der Familienvater übernimmt wieder Verantwortung für das Wohlergehen seiner Liebsten. Er arbeitet endlich an seinem Comeback. Mit der Taufe natürlich ist es ja auch so, dass du damit wirklich ganze Sachen mit Gott gemacht hast. So, ne? Und jetzt ist du diese ganze Last, die ich auf den Schultern hatte, die sind halt, die sind weg. Und jetzt bin ich halt auch wirklich bereit, zur Ehre des Herrn Musik zu machen. Und so. Kannst du mitgehen? Ja. Ich sehe so viele Wege, doch steh ich alleine da. Singst du mit? Nein. Bitte. Ich greif nach Sternen, weil es dunkel ist. Ich darf jetzt endlich wieder ins Studio und einen Song aufnehmen, aber diesmal ist es anders wie bei den anderen Songs, weil in diesem Song verarbeite ich praktisch mein altes Leben und spreche über mein neues Leben mit Gott und darf auch so ein bisschen Message bringen, den Menschen halt so zeigen, so hey, hör mal zu, das, was du im Alltag eigentlich mit nach Hause nimmst, diese dunkle Wolke, kannst du abgeben bei Jesus, weil Jesus sagt, hey, ich nehme diese dunkle Wolke über dir weg und schenke dir Licht. Ciao. Wie weit bist du schon? Ist alles soweit gemacht. Zeig mal. Ausgearbeitet. Ah ja. Bitte komm und schenk mir Einsicht, weil ihr unten. Ach, guck mal, hier fehlt noch ein N. Weil ihr unten mein Herz abbricht. Und immer so weiter. Cool. Oh. Mir gefällt komplett alles an dem Lied. Ich habe sofort Gänsehaut bekommen. Im ganzen Körper. Und das war echt schön. Der Text ist jetzt fertig, würde ich sagen, geht's los, oder? Wir gehen heute ins Tonstudio, machen heute Mucke. Diesmal ist die Mucke aber nicht mehr so, wie es damals war. Wir machen heute Musik zur Ehre des Herrn. Und natürlich auch, dass ja, ich das eine oder andere Tälerchen verdienen kann, um mein Leben natürlich weiterhin zu finanzieren. Ne? Das Tonstudio in Eschwege nahe Kassel gehört Michael Murauer. Er war Menowins Musiktherapeut während des Entzugs im Jahr 2021. Ich freue mich, dass du da bist. Komm rein. Ich freue mich echt dran, auch, dass ich hier sein darf. Ich möchte gerne wieder auf der Bühne stehen. Aber diesmal nicht als Teenie-Schwarm, sondern als gestandener Mann.
Was sagst du dann? Ist nicht mehr so eine Kugel. Da ist nichts mehr? Du bist jetzt eher quadratisch. Nein, aber offensichtlich, auch im Gesicht. Im Gesicht sieht man es auch. Ja? Nicht nur äußerlich gibt es eine Veränderung. Auch musikalisch soll alles anders werden. In der Vergangenheit überzeugte der 35-Jährige seine Fans eher mit eingängiger Chartmusik.